Mein Name ist Sarah Möhle, ich bin Dualstudierende bei der DB Süssel GmbH und bin jetzt im 5. Semester meines Wirtschaftsinformatikstudiums. Die DB Süssel GmbH ist der ICT-Dienstleister der Deutschen Bahn. Wir stellen die Informations- und Telekommunikationstechnik innerhalb des Bahnkonzerns zur Verfügung. Das duale Studium ist aufgeteilt in Theorie- und Praxissemester. Das heißt, dass man zum einen in einer Hochschule oder einer Uni Wirtschaftsinformatik studiert. Dort hat man bei der Bahn den Vorteil, dass das kleine Gruppen sind. Im Bereich des Wirtschaftsinformatikstudiums hat man noch ein ziemlich weites Spektrum an Aufgaben. Aber beispielsweise ist man schon bei Kundengesprächen mit dabei, bereitet Kundengespräche vor, bereitet Kundengespräche nach. Andererseits kann man aber auch in Projekten mitarbeiten, von kleinen Aufgaben bis hin zu größeren Aufgaben, wo man dann auch nach und nach immer mehr Verantwortung übertragen bekommt und eigenständiger arbeiten kann. Was sollte man als Student mitbringen bei der DB Süssel GmbH? Das ist natürlich ganz klar, dass man Spaß an Technik hat, Spaß an Innovation, aber auch zum anderen, dass man auch gerne mit Leuten in Kontakt steht, und auf der anderen Seite sollte man natürlich auch ganz viel Engagement mitbringen. Als Wirtschaftsinformatikerin hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann in die technische Richtung gehen, aber man kann natürlich auch in die wirtschaftliche Richtung gehen und sich dann eher in den wirtschaftlichen Teil mit einbringen. Der Benefit bei der DB Süssel GmbH zu arbeiten oder auch im Konzern ist natürlich, dass man hier einen ganz, ganz großen Konzern hat. Man hat gute Karrierechancen und natürlich, was auch ganz toll ist, wenn man seinen Bachelor besteht, hat man auch eine nahezu 100%ige Übernahmechance. Der Bereich Wirtschaftsinformatik ist momentan ganz klar noch eine Männerdomäne, aber ganz klar auch für Frauen machbar. Da braucht man keine Scheu vor Technik oder Informatik zu haben.